Hallo, Brani hier. Ich mache eine Take-Two meines dritten Klärparts. Warum? Weil der Computer direkt am Ende der Aufnahme abgestürzt ist. Wirklich direkt nach dem Setzen des Save Points, als das Fraps-Recording noch lief, was bedeutet, dass die Datei korrupt ist, sowohl Audio wie auch Video. Ich widme die verstorbene Episode Seth Putnam, einem 2011 verstorbenen Musiker, der Band Anal Cunt. Warum? Weil das ein wunderschönes Theme für dieses Let's Play ist. Und um jetzt ein wenig voranzukommen, erkunden wir die Umwelt, würde ich sagen. Wir haben das ja auch alles schon gemacht, mehr oder weniger. Was ist unser Ziel? Einen Doktor in der Kinderabteilung zu finden. Warum? Um seine Keycard zu bekommen. Dieser Weg ist ab. Wir haben jetzt eine Map, die benutze ich gerade zum ersten Mal, wie ihr wahrscheinlich seht. Das Pattern ist bis zum Ende runter und dann wieder neu schauen. Was ist das für ein Geräusch? Ich würde sagen, editing in your face, because you know what's going to happen in the next few minutes, so kablam. Eine Maximalzellenbatterie für uns zu einstecken, das ist wundervoll. Ich habe tendenziell immer mehr Batterien, als ich verbrauche, habe ich das Gefühl in diesem Spiel. Ich weiß allerdings nicht, wie genau das Angstsystem funktioniert. Bewege ich mich jetzt nach unten oder nach oben? Nach unten. Ob ich, wenn es dunkler um mich herum ist, schneller Angst bekomme und ob es deswegen sinnvoll ist, vielleicht. Die Taschenlampe viel zu benutzen. Aber das wird sich noch rausstellen. So, diese Tür war von einer Seite blockiert, wenn ich das richtig sehe. Was auch immer ich gerade erzähle. Auf jeden Fall musste ich in irgendeiner Form über diesen Vent Belüftungsanlage hier runterkommen und einen Lockpick finden. Was ich nun mit dem Lockpick mache, weiß ich noch nicht so hundertprozentig genau. Hier vermutlich, genau. Dauert nun ein paar Sekunden. Nice. So, was finden wir dann hier? Batterien und einen Schrank, um sich vor Monstern zu verstecken. Wundervoll. Und der Hund grault. Das heißt, da ist ein Monster. Soll uns ruhig hierher folgen, würde ich sagen. Verstecken wir uns hier. Und wenn es hinterherkommt, läuft es einfach vorbei ins Nichts. Ist das nicht famos? Ja, so sehe ich das auch. Oh nein, der Hund growlt. Jetzt sollten wir uns noch ein bisschen länger verstecken. Naja. Oh, da ist das scheiß Monster schon wieder. Dann ziehen wir mal weiter hier hin und gucken mal, was passiert, würde ich sagen. Wir können uns ja ein wenig umschauen. Wobei wir natürlich eigentlich schon wieder. Ach, naja. Gehen wir mal wieder zurück einfach. Mann, du bist schnell. Versteck dich. Sehr gut. Ach, was für ein nerviges Teil, Alter. So. Wir müssen einen Doktor finden. Der befindet sich. Wo befindet sich der Doktor? Der Doktor befindet sich irgendwo hier, wenn ich mich recht erinnere. Wie
kam man denn nochmal dorthin? Vermutlich ist es dieser Weg und der führt uns hierhin. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Ist im Prinzip immer das Gleiche. Ich erinnere mich an etwas. Ich erinnere mich an etwas. Hier ist noch ein Durchlüftungsschacht. Ach, die Zeit, die Dunkelheit. Okay, man kann sie tatsächlich sehen, den Zustand. Da war noch ein Lüftungsschacht. Und wir befinden uns auf dem richtigen Weg, glaube ich. Mal schauen. Ja, definitiv. Das sieht schon ganz gut aus. Was zu trinken. Reinhauen damit. Schauen wir mal hier. Blocked from the other side. Dann geht es bestimmt einfach weiter nach rechts. Sieht ganz danach aus. Was ist dort zu finden? Nichts, wie es scheint. Hier ist der Weg blockiert, aber wir können den Weg einfach umgehen, indem wir da durchklettern. Jetzt gibt es die zwei Optionen. Das Schloss ist kaputt, diese Tür allerdings ist zu öffnen. Oh. Ich habe die Keycard des Doktors, aber das schien mir irgendwie zu gefährlich zu sein. Hell in a Bucket, sage ich dann nur. So, wo sind wir jetzt gelandet? Aha. Hi, wer bist du denn? Die habe ich noch nicht entdeckt. OMG, eine weitere Person. Das Mädchen sagt Hallo. Ich sage, bist du hier ganz alleine? Sagt, ja, mein Name ist Ali. Wie ist dein Name? Ich bin Claire. Wo sind alle Leute hin? Oh my geez, gosh, Jolly Rogers. Ich mag deinen Namen. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe noch keine anderen Besucher gehabt. Warte mal, du hast noch keinen anderen gesehen? Schon länger nicht. Was geht hier nur vor sich? Komm mal klar, Claire. Claire sagt, du scheinst nicht wirklich Angst zu haben. Lass die Leute dich immer alleine. Nicht immer. Meine Mama und mein Daddy müssen viel arbeiten, also bleibe ich hier. Aber sie besuchen mich. Hin und wieder bis häufig. Und die Doktoren und Krankenschwestern sind super nett. Die kommen rein und wir spielen jeden Morgen Spiele. Es ist wirklich Spaß. Ich bin jetzt aber bereit, nach Hause zu gehen. Wie lange bist du denn schon hier? Weiß ich nicht. Du solltest vermutlich mit mir kommen. Wir können versuchen, eine Krankenschwester zu finden. Ali sagt, ich würde gerne Claire, aber ich kann das Bett nicht verlassen. Du siehst traurig aus. Oh, ist schon alles klar, Mann. Sei nicht so traurig. Ich überlege mir was. Sagt sie. Ich sage, kannst du mir schon erzählen, was, Mädchen? Naja, ich bin nicht wirklich, mir wird nicht wirklich erlaubt, Süßigkeiten zu essen, weil es meinen Magen aufregt. Aber es fühlt sich so gut an. Wenn du irgendwelche findest, kriege ich da welche? Ja, klar. Sure. Thanks, my friend. Did you find any candy? Süßigkeiten gefunden? Tut mir leid, noch nicht. Das ist ja interessant. Ist das jetzt auf der Map eingetragen, dass hier eine Person ist? Vermutlich. Oder auch nicht, aber ich glaube, man kann sich merken, wo das ist.
Ein weiterer neuer Raum. I found a note. Farm. Ich bin nahe meiner Großmutters Farm aufgewacht. Eine Welle von Nostalgie schwupp über mich, aber etwas tief in meinem Magen hat mir erzählt, dass das nicht die Farm war, die ich erinnerte. Oha. Ziemlich eigenartige Toilette, wenn ihr mich fragt. So, das Objective ist blau eingekreist. Bewege ich mich jetzt nach oben oder nach unten? Nach oben. Fein, fein, fein. Und jetzt in die andere Richtung. Und wir werden zum Ziel kommen. Früher oder später. Jetzt wird erstmal gespeichert. Yay, ja. Safe Game, weil ich bisher nichts falsch gemacht habe, hoffe ich. Und wenn, dann ist das eben passiert. Und man kann jetzt nichts mehr daran ändern und sollte auch nicht. Sage ich mal. Die Frage ist, wie man da runterkam. Wenn diese Tür hier hinten blockiert war. Wo ging es denn dann lang? War das hier? Ich glaube, ja. Ja. Jetzt sind wir hier. Wunderbar. Sieht ja fast so aus, als hätte ich keine Ahnung, wo ich lang muss. Okay, hier geht's zum Pädiatrix und sie sagt, es gibt noch so viele Räume, so viele kranke Kinder. Also lassen keine Hunde hier rein, aber sie sollten eigentlich. Diese Kinder könnten Hunde wie dich brauchen, Ani. Jemanden, der sie ohne Einschränkung liebt. Ihre Gesichter abschleckt? Du hast mich durch meine Kindheit gebracht, Ani. Du bist in jeder guten Erinnerung, die ich habe. Komm, wir checken das mal aus. Die Sarge. Ja, hier waren wir doch schon drin, nur... Jetzt sind wir nochmal drin. Endlich wieder auf dem richtigen Weg. Endlich wieder auf dem richtigen Weg. Wo müssen wir jetzt lang? Hier, wie es aussieht. Und ganz runter. Und nach rechts und wieder ganz runter. Jetzt hier rein. Da hinten den Raum können wir am Ende abchecken, vorausgesetzt. Okay, was soll das hier los? Wieso konnte ich eben drauf hüpfen und jetzt nicht mehr? Was hat es damit auf sich? Sehr verwunderlich. Okay, das ist meine Exit Strategy hier. Damit bin ich stolz zu sagen, dass ich es fast ans Ziel geschafft habe. Ein weiteres Speichern, bevor wieder irgendwas schief geht hier. Und ach nee, hier geht's ja gar nicht lang. Ach so, naja. Irgendwo hier gleich. Es muss ja eigentlich. Denn? Da muss es ja hier drüben irgendwo gewesen sein. Wo war das denn? Use the keyboard at the offices in the ER. Was denn dann? Hm.
verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Naja, dann gehen wir erstmal hier rein. Okay, hier waren wir auch schon mal, also. Naja. Da ich offensichtlich nicht in der Lage bin, jetzt zum Ziel zu kommen, würde ich sagen, was passiert in der nächsten Folge hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen.